Ahoi, meine lieben Geisterfreunde, ich grüße euch recht herzlich zu einer neuen Runde von This is a Ghost. Nachdem am letzten Samstag eine XXL-Folge erschienen ist, wird diese Folge höchstwahrscheinlich etwas kürzer. Wir sind auch im kleinen Haus auf Hart unterwegs. Ich würde sagen, wir starten einfach mal, aber dann für die Wächter der Nacht und dann geht's los. So, es gab auch ein Update. Werde ich gleich mehr zu erzählen. Wir geben wieder ordentlich Stoff. So. Ja, es kam ein Update raus. Wir sehen nämlich jetzt sogar, wenn wir Fotos schießen, ob die Fotos gut geworden sind. Hier oben rechts kriegen wir dann auch die Sterne angezeigt. Und wenn wir Beweise fotografieren, werden die gleich eingetragen. Das ist neu. Wir gehen wieder so wie immer vor. Nachtsicht. UV. Schauen mal, ob wir irgendwas erkennen. Dieses Mal werde ich den Außenbereich vollständig untersuchen. Und dann drinnen erst. Ja, hier sieht alles gut aus. Jawohl. Dann schauen wir drinnen mal nach. Aktivität auf 1%. Ah, verfluchtes Objekt. Vorsicht, Tulpa, sage ich dann nur. Wenn wir das jetzt fotografieren, genau, haben wir das automatisch hier eingetragen. Verfluchtes Objekt. Wunderbar. Sehen wir denn auch irgendwo einen Orb? Verfluchtes Objekt. Örbschen. Da wird was gekritzelt. Oder vielleicht auch eine Verzerrung. Aktivität auf 3. Es wird auf jeden Fall irgendwo was gekritzelt. Das habe ich gehört. War das draußen? Hier sind die Spielsteine. Ist er vielleicht doch irgendwo hier? Noch kann ich nichts erkennen. Ah, jetzt. So, Identität. Und die Todesursache brauchen wir auch nicht mehr händisch einzutragen. Die wird jetzt auch automatisch, sobald wir die Spielsteine fotografieren, eingetragen. Keine Stimmen. Kein Ohr bisher. Ich bin eigentlich dazu geneigt, Weihrauch auszulegen, da ich noch nicht weiß, wo der Geisterraum ist. Wir sehen noch keine Verzerrung. Nein. Okay. Dann mal Weihrauch auslegen. Ich gucke noch mal kurz draußen nach. Keine Verzerrung. Auch hier ist nichts. Ja, dann nur das Licht angemacht, ne? Okay. Weihrauch. Oh, Herzklopfen. Das heißt, der Geist ist zurückhaltend. Leider wieder keinen rachsüchtigen Geist. Schade. Hätte ich mir mal gewünscht. Einen rachsüchtigen Geist. So, Verzerrung. Nö. Verzerrung sehe ich jetzt hier hinten. Hinten war sie, glaube ich. Ich meine hier. Jawohl, 1961. Ich glaube, er haust hier. Ich glaube, die Verzerrung war kurz hier. Werde ich jetzt nochmal prüfen. Ja, schauen wir nochmal. Genau, haben wir richtig gesehen.
Verzerrung. 3 Sterne. Sehr schön, dann können wir hier alles auslegen. 1961. Hier ist er auch oft unterwegs. So. 1961. Hatten wir das schon? Tatsächlich. Verdammt. Verdammter Hirnfurz wieder. So, Dots-Projektoren. Hierhin. Und hierhin. Raume eintragen. Das wäre Spielplatz. Der Spielplatz. Genau, ist schon eingetragen. Alles klar. Ah, das hat dann bestimmt mit der Verzerrung zu tun. Sobald wir die fotografieren, wird auch der Raum eingetragen. Sehr gut. Das gefällt mir. Ist vor allem gut, wenn man ein bisschen dusselig ist, ne? Und vergisst, sich das einzutragen. Okay. Er läuft zwar hier rum, aber noch sehen wir nichts. Ich guck mal, ob ich drin das Buch finde. Und wir schauen auch vielleicht mal. Zählt das noch? Jawohl. Tür auch. Büchlein. Magnete sind noch in Ordnung. Hier liegt das Buch. Das bringen wir schon mal zum Geisterraum. 5 Fotos noch. Und dann schauen wir mal, woran er gestorben ist. Und vielleicht kriegen wir dort ein EMF-5. Kommt er hier mal zu uns? Also Orb sehe ich nicht. Vielleicht hole ich den auch ein bisschen näher. Ja. Buch schon beschriftet. Können wir das jetzt trotzdem? Genau, noch 2 Mal. 3 Fotos hätten wir jetzt noch. Ein Beweis bisher nur. Sind da vielleicht auch... Oh, das hätten wir gerade gesehen, ne? Fingerabdrücke, hier ist nochmal Staub. Und er hat den Ball bewegt. So, jetzt noch 1 Foto, das können wir auch während der Austreibung machen. Fußabdrücke noch nicht, LSS eigentlich auch nicht. Er war gerade da hinten. Graue Gestalt. Er ist eigentlich hier hingekommen gerade. Den hätten wir doch dann bestimmt im LSS gesehen. Da hinten ist eine Zeichnung. Nein. Sah kurz so aus. Mhm. Tulpa leider noch drin. Ich gehe mal jetzt zu den Spielsteinen. Hatte ich ja eh vor. Mal kurz gucken. Orb würde ich rausnehmen. Einen Orb gibt es nicht. Da lege ich mich fest. EMF5 mal prüfen. Dann würden wir das letzte Foto sogar hier noch hinkriegen. Sicherung raus. Aktivität bei 18. Wirklich sehr zurückhaltend. Na komm schon. Ich warte mal ab. Vielleicht werde ich hier auch schneiden, wenn nichts mehr passiert. Da kritzelt er was. Vielleicht ist es auch eine Zeichnung. Gucken mal hier. Hier hat er den Namen markiert. Blutfleck.
Da ist unser letztes Bild. So. Bilder sind, glaube ich, alle gut geworden, ne? Jawohl. Sehr gut. Nochmal ganz kurz schauen, ob wir Fußabdrücke sind. Mittlerweile. Ja, Fußabdrücke. Sehr gut. Fußabdrücke, aber keine Fingerabdrücke. Herzklopfen. Tulpa weg vom Fenster. Ja, es sei denn, er imitiert die Fußabdrücke und da sind Stimmen. Dann müsste der Tulpa schon zwei Beweise imitieren. Das heißt, er ist weg. Poltergeist, Gespenst, Jurai. Vielleicht erleben wir noch eine Poltergeist-Aktion. LSS Poltergeist. Zeichnung Jurai. Im F5 Gespenst. Okay, LSS wird unwahrscheinlich. Zeichnung oder im F4. Zeichnung oder im F5, denke ich eher. Wenn es ein Poltergeist wäre, könnte ich euch vielleicht mal den Ausraster vom Poltergeist zeigen, wenn er das dann mal macht. Dann bewegt er alle Türen. Sämtliche Objekte fliegen rum. Vielleicht erleben wir das auch nochmal zusammen. So, ich hoffe, er kommt mal hier hin. Eben F4 hatten wir schon mal. Stimmt, verfluchtes Objekt, Fußabdrücke. Komm mal hier hin. So, ich warte mal ab. Sollte nichts mehr passieren, setze ich jetzt hier mal einen Schnitt. Au, au, au. So. Kriegen noch Tipps hier links jetzt angezeigt. Ist auch neu. Erstickung. Können wir nicht mehr fotografieren? Müssen wir uns so eintragen. EMF nicht auf 5. 40. Ich glaube, einmal werde ich noch Weihrauch auslegen, um ihn ein bisschen zu beruhigen. Und vielleicht erkennen wir hier doch noch was. So, die können wir abbauen. So. Zeichnung sehen wir auch nicht. Welchen Beweis kriegen wir noch? Im F4. 2, 3, 4. Zeigt er sich noch im LSS? Das ist die Frage. Läuft er? Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht. Er war jetzt schon öfters hier. Jurai oder Gespenst? Zeichnung oder EMF5? Zeichnung oder EMF5? Keine Zeichnung, Todesdatum, Namen. Genau, Laufen erhöht die Aktivität, das wissen wir auch schon. Zeichnung sehen wir aber auch nicht. Soweit ich weiß, kann der Tulpa nur einen Beweis imitieren.
Wenn er doch zwei imitieren kann, wäre das natürlich bitter. Deswegen lasse ich mal lieber die UV ausgerüstet. Ich guck noch mal eben. Tulpa. Und falsche Beweise, Plural. Hm. Ist das ein Tulpa? Wenn wir jetzt noch irgendeinen Beweis kriegen und alles weg ist, dann wäre es der Tulpa, wenn wir jetzt noch Fingerabdrücke kriegen. Könnte ich mir vorstellen. Zeichnung sehe ich nicht. LSS haben wir auch nicht gesehen. Ein EMF5 kriegen wir auch nicht. So. Er ist wieder hier. Wieder hier bei uns. Ich werde es mal anders machen. Ich werde die Dots-Projektoren mal drin auslegen. Dort, wo es etwas enger ist. Er kommt ja eh zu uns. Er wird ja auf jeden Fall zu uns kommen. So sind die Geister ja hier. Wir brauchen einen kleinen Raum. Vielleicht hier im Jugendzimmer. Kinderzimmer. So. Hier ein LSS und hier ein LSS. So, da sieht man doch schon mehr. Wenn er gleich hier entlang läuft, haben wir auf jeden Fall die Erkenntnis, ob es LSS gibt oder nicht. Ich denke aber eher nicht. Sollte auch hier wieder nichts passieren, werde ich hier einen Schnitt setzen. Damit wir auch wirklich mitbekommen, dass er hier hinkommt, werde ich hier mal einen Bewegungssensor platzieren. Und hier ebenfalls. So. So, da bin ich ja mal gespannt. Komm da. Er ist hier drin, ne? Ich will aber, dass dieser Sensor mal anspringt. Wie weit kommt er hier rein? So. Dieses Mal ist es ja mal eine richtige Ermittlung. So, wir stellen uns mal hier hin. Ist auf jeden Fall wieder hier drin. Ah, eine Zeichnung. Der Juraj. Juraj zurückhaltend. Sehr gut. Alles klar. Palo Santo Scherbe. Das EMF soll sich mal beruhigen. Ist ja alles gut. So. Also, dann können wir loslegen. Eingetragen haben wir alles. Genau, zurückhaltend. Jura, ja. So, dann kann die Austreibung losgehen, würde ich sagen. Ist mal wieder verärgern. Attack me! Attack me! Nebenaufgaben kriegen wir jetzt auch noch hin. Na komm. Hier bin ich. Attack me.
Oh, das ist auch neu. Heftiger Sound. Eine sehr traurige Zeichnung. Traurige Gesichter. Ah, da bist du ja. So. Komm, weiter geht's. Und nochmal. Attack me. Attack me. You like it? Moment. So. Das hätten wir jetzt auch nicht mehr gebraucht. Aber gut. So. Den letzten Schuss haben wir noch ohne Rune gesetzt. Sehr gut. Jural, dann wäre das eine perfekte Jagd. Sehr schön. Ja, so viel zum Thema. Kurze Runde. 23 Minuten 15. Jawohl. Alles klar. Wir nehmen die Ausfahrt. Sehr schön, 2236 Dollar. Ja, 6 Medaillen. Und ich hoffe so sehr, dass wir beim nächsten Mal endlich mal einen rachsüchtigen Geist erwischen. Das würde mich sehr freuen. Freuen würde mich aber auch, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Also ihr Lieben, bis dahin, bleibt mir gewogen. Ciao, ciao.